Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge von Broken Age und dem möglichen Herausfinden für dieses dämliche Stühlchen hier. Was? Egal. Was? Warte mal. Das Ding sieht doch aus wie das Teil hier. Was hat das jetzt gemacht? Found my circuit control router. That's awesome. Now I can fire up the ship and get back to Laruna. Habe ich mir gerade einen Typen gebacken? Was? Were you really dead? Nah, I was just preserved in cryogenic suspension for 300 years. I guess all the locals I knew here are long dead. That's kind of a relief. They were a little annoying. Part of the reason I went into cryosolation, to tell you the truth. Ja, so kann man dann auch die Leute loswerden. Are you the dead eye god? Man, that's so embarrassing. The locals called me that when my spaceship crashed here, and I kind of went along with it, because, well, you know, god. Ja. Gottkomplex. Kann doch spaßig werden. Ich meine, alle huldigen einen. Ja, wobei, wenn man irgendwas tun soll und ja, man macht's nicht, dann ist es ein bisschen blöd, wenn dann alle zu einem kommen und ein loswerden wollen. Ja. Doch hier gern geschehen. You're welcome. Oh, yeah, thanks for finding my circuit control router. I lost it during the crash and couldn't find it anywhere. I drew pictures of it for the locals and kept saying, give me this, give me this. After a few years, I just had to put myself in cryogenic storage and hope someone smarter would come along and find it. Ja, hat lang gedauert, ne? Does the ship you mentioned have any weapons? Hey, whoa. There's a giant monster that is destroying villages and eating young girls, and it may or may not have already... My whole family might be... Anyway, I just need to take down a horrible monster. Will you help? No. I mean, sure. I owe you one. But my ship didn't have any weapons that I know of. I'll dig around once I get this heap working and let you know. Ich glaube, er träumt sich gerade. Ich glaube, er wünscht sich gerade wieder in den Kryogen. Schlaf, oder? Damit er mich los wird. Can I help? Depends. You know anything about spaceships? No. I'm just a baker from Sugar Bunting. Sugar Bunting? Is that anything like Steel Bunting? When I first landed, there was this town called Steel Bunting that the locals were all afraid of. Apparently, it's full of badasses. Das war wohl vor 300 Jahren. So we're standing in a spaceship? Just the upper observation deck. The rest of it's buried underneath. I'm gonna need to fix more wiring before I can even gain access to it. What's Laruna? That's my home planet. Or at least it was. Who knows if it's even still there? Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass der irgendwas mit Shade zu tun hat? Also, das geht gerade nicht. What's all this equipment do? This is the main observation deck of my ship. So this stuff mostly scans for signs of life or habitable worlds. Anything that would help the mission. What was your mission? Operation Dandelion. Laruna was dying. The spaceship was supposed to give us a fresh chance and a new home. But instead, we crashed here. How'd your ship crash? I hate to think about it, but there's a chance it was me. I tried to hack into the ship's controls and take over. Then some weird stuff happened, and the next thing I know, I'm here. Okay, see you later. Uh-huh. Okay. Entweder ist das der Vater von Shay. Also dem Jungen hier.
Oder er ist dieser Wolf. Dieser Marek. War das Marek? Ich glaube ja. Mal schauen. Wird vielleicht der Shay irgendwo hier auch sein? Wobei nein, eigentlich nicht. Nee. Wenn er seit hier 300 Jahren ist, ich glaube, das ist der Vater. Theoretisch. Hey, put that laser coil back. That's how I generate light for my search beam. I'm just cleaning it. Ja, ich putze sie nur. Ich, kann ich das vielleicht da einsetzen? Mal gucken. Ooh, pretty colors. Whoops. Hey, that was my amplifying quartz. Without that, how am I supposed to read the data from the search beam? Sorry, I'll get a new one. Oh, don't bother. All I really care about is getting out of here, and I don't need a search beam for that. Das weißt du doch nicht. Kann ich vielleicht hier rein? There. Good as new. Actually, that's not bad. And you even got it in the right slot. Richtig? Cool. Dann ist ja toll. Was mache ich damit? I feel bad for swiping this laser coil. I should probably put it back. Nö. Na, okay. There. It's back. Safe and sound. I hope you put it in the right socket. Otherwise, the scanning beam could overheat. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll die sogar falsch rum einsetzen, oder? Hey, put that laser coil back. That's how I generate light for my search beam. Ja. I'm just cleaning it. Hey, what are you doing? I found a replacement for your quartz thing. Maybe, but you put it in the wrong socket. You get that order wrong and you'll melt us down into a sad little puddle. Ja, das ist doch schön. Ich meine, es ist noch mal was anderes, oder? Nailed it. What have you done? Fixed your ship? You put the amplifying quartz after the laser coil. If I powered up the beam in this configuration, I mean, the thermal feedback alone could melt down my entire ship. I could conceivably release the extra energy out of the targeting iris, but that would only produce a powerful weaponized... Well, heck, let's just call a death ray. Yay! Todesstrahl? Ja, den kann ich gebrauchen. And I told Becky, you're so ugly. I'm glad I'm blind. Die Vorteile des Blindseins. Okay. The targeting iris has 300 years of rust on it, but it should do the trick. I'll try to lure him into a good spot. You can fire the weapon with this remote trigger. Like this? Du Leuchte! Okay, shut it down. Clarence, was that you? Knock it off! Just use quick bursts or that hacked circuit of yours will cause a meltdown up here. I'm not sure how to thank you for this. You know what? The whole time I was on that spaceship, all I really wanted was to be as useful as I feel right now. Well, wish me luck. Hey, if you're really from Steel Bunting, I'm sure you're not gonna need it. Tja, die stahlharte Welle macht jetzt alles platt. Komm, ich bin jetzt zur Arena. Kann ich jetzt in die Arena? Ich bin da rein. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich mit dem Stuhl mache, aber wird bestimmt seinen Nutzen haben. Ladies and gentlemen, it's showtime. You know what to do, girls. Oh, Chakra, oh, Chakra, oh, Chakra, oh, Chakra. Spaghetti Monster. Was? Sogar deine Muschel gefressen? This way. Follow me. Wohin? Dahin? Okay, benutzen. It's time, Alex. Oder? Hallo? Come
Sag mal, hallo? Yeah, you recognize me, don't you? Sag mal, kannst du den Laser mal aktivieren? Oder hier so? Get ready to fire that thing, okay. Come here. Fire away. Was? It's charging back up. Hit it. Da, ins Auge. No good. Und nochmal. Tja, das fliegende Spaghetti-Monster kriegt jetzt eins aufs Maul. Oder... Ja, ich glaube, das Spaghetti-Monster braucht keinen Optiker später. Dann, verdammt. Ups. Aber was soll ich denn sonst... Auf was soll ich denn sonst schießen? Vielleicht warten, bis er hier irgendwas macht? Na? Na? I could beat you with one arm tied behind my back, but not two. Hallo? Ich wollte wohin schießen? Fire away. I don't think I'm getting through that thick hide. Sollst ja auch aufs Auge schießen, du. Komm, ich will hier reinschießen. Ist mir doch egal. Warte mal. Soll ich den vielleicht in die... Ich lasse ihn in die Luft jagen. Komm. Passiert jetzt das, was ich hoffe? Hallo? Verdammt, warum funktioniert's nicht? Komm. Verdammt, ich krieg den Eulenberg nicht in die Luft gejagt. Was mache ich denn hier nur? Ich habe da irgendwie ein Gefühl, dass ich den wahrscheinlich ins Maul schießen muss, aber... ups. Er besteht aus, Pudding. 5 Jahre alten Pudding. Sag mal. Ich kann hier echt überall hinschießen und nichts bewirken. Verdammt. Kann ich mit dem Stuhl hier irgendwo was machen? Irgendwie, nein. Hier, willst du einen Stuhl? Ja, das weißt du doch nicht. Mist. Kann ich hier Items benutzen? Vielleicht. Okay, auf die Tentakel. Und noch einmal. Noch eine Tentakel, dann ist diese fliegende Spaghetti-Viech weg vom Fenster. Verdammt. Ups. Alter, das war doch wohl ein Treffer. Sag mal. Sag mal. Okay, ich schieße ihn jetzt einfach an. Nicht so schnell. Ach nee, Quatsch. Komm, hier. Heb mich hoch. Jetzt nimm. Heb mich hoch. Na komm schon. So, jetzt aber. Na, mach's mal auf. Hallo? Aufmachen? Ja, seine Fresse oder dahin? Verdammt.
Naja, jetzt geht das Spielchen von vorne los. Geht das vielleicht jetzt? Ups. Dann hier in dem Stuhl. Oder, nee, warte mal, die Leiter. Schön die Waage. Schön die Leiter als Hebel benutzen. Meine Fresse! Genau, als das da benutzen. So, Peilschmerzen. Ist das ein Raumschiff? Das sieht doch nicht nach... Was sucht ein Shader? Okay. Ja, Akt 2 folgt demnächst, das stimmt. Denn das soll ja Anfang nächsten Jahres, glaube ich, sein. Theoretisch, also früher im, ja doch, früher nächsten Jahres, glaube ich. Wann genau, weiß ich nicht so genau. Hab mal irgendwo gelesen, das sollte, glaube ich, eher Ende diesen Jahres kommen. Hat sich allerdings verschoben, wenn ich mich nicht jetzt komplett verlesen habe. Joa. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen will. Aber... Okay, liegt jetzt wahrscheinlich daran, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe, dass es jetzt Ende ist. Ich wollte schon sagen, steht da Justin Bieber oder nein, da steht nur Justin Bailey. Dankchen. Übrigens. Honegger? Hoeker? Egal. Elijah Wood? Interessant. Da sind ja wohl so einige, die man irgendwie wohl kennt. Na denn, das war wohl vorerst The Broken Age. Ist eigentlich ganz nett, wobei ein paar Sachen waren irgendwie, ja, Sagen wir mal, man kann sie ein wenig verbessern. Sextettmusik? Ich weiß nicht jetzt, was das unbedingt heißt, aber ich verbinde es mal jetzt nicht mit dem, was ich als erstes gelesen habe. Nun mal, es gibt ein paar Sachen, die man hätte jetzt ein klein wenig verbessern können, aber ansonsten eigentlich ganz nett.
Und zudem, hey, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Akt 2 kommt noch. Und das werde ich mir auch reinziehen. Frag dich nur wann. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.